Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich dachte mir, ich starte mal wieder einen Vlog, weil es mir einfach so viel Spaß macht, Vlogs zu drehen. Und ich den letzten, den wir gedreht haben, auch gerade kopiert habe, sodass zum einen die ganzen Speicherkarten wieder leer sind. Also ich habe diesmal auch drei Speicherkarten hier liegen, die ich jetzt nacheinander gleich alle verwenden kann. Die vierte wird gerade noch kopiert, also ja, diesmal muss ich nicht immer mit Handy und hin und her und sowas. So, ich war heute Morgen beim Arzt und habe empfohlen bekommen, meine Ernährung aktuell ein bisschen umzustellen und zwar nur Schonkost zu essen. Ich habe jetzt hier Haferschleim, der aber irgendwie nicht schleimig geworden ist. Aber der hat gesagt, Haferschleim mit Wasser ist besser als Haferschleim mit Milch. Und die Mango da drinne, eigentlich ist ja Schonkost eher kein frisches Obst, aber die hatte ich mir ungefähr 2 Minuten, bevor ich zum Arzt bin, geschnitten. Und Philipp isst die ja nicht, sonst hätte ich die jetzt für ihn liegen lassen. Aber ja, ich habe die ganz klein geschnitten, ganz gut gekaut. Und es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich, wenn ich mir jetzt überlege, ich darf im Prinzip nichts Gewürztes, nichts mit Milch. Am besten soll ich auch auf Gluten erstmal verzichten. Ich kann mir nachher Möhren kochen. Einfach nur Möhren kochen und Reis essen. Leute, wie lange halte ich das denn aus? Ich gehe mich nachher auf jeden Fall mal wiegen und dann gucke ich mal. Aber auf jeden Fall sollte ich nicht mehr so kräftig essen sozusagen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ich hole jetzt gleich den Karl ab. Ich habe mir jetzt hier so Haferschleim wieder gekocht. Das ist eigentlich für morgen früh und für morgen den ganzen Tag. Ich habe so einen Hunger und ich traue mich gerade irgendwie nicht so viel zu essen, weil ich halt einfach heute Abend mal das erste Mal gerne seit Monaten wieder entspannt abends im Bett liegen möchte und nicht noch meine Verdauung spüre. Also meine Verdauung nicht spüren möchte. Karl, das ist ganz heiß. Heiß. Ja, das ist ganz heiß. Nudeln. Nee, das sind keine Nudeln, das ist Haferschleim. Genau, und auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass dann auch mit Hilfe der Schonkost und so es mir ganz bald wieder besser geht und ich langsam Stück für Stück wieder ganz normal am Leben teilhaben kann. Nein, also dass ich dann wieder normal essen kann. In spätestens so 2 Wochen oder sowas. Genau, deswegen warte ich jetzt eigentlich auch nur noch auf Philipp, dass der mal kommt, weil ich würde gerne noch einkaufen, würde mir nämlich gerne Möhren kaufen, 10 Säcke oder so. Und dann jetzt jeden Abend einfach nur gekochte Möhren essen, dann vielleicht noch ein bisschen Banane, dann neue Haferflocken, weil die sind jetzt alle. Ja, und das so gestaltet sich dann mein Tagesplan. Also Frühstück gibt es einfach nur solche behinderten Haferflocken mit Banane. Mittag gibt es, ja, Nudeln ohne Soße, Reis ohne Soße und abends gibt es gekochte Möhren. Und das jetzt wahrscheinlich 3 Wochen lang oder so. Und Philipp darf keine Süßigkeiten mehr vor meinen Augen essen. Klar. Hast du dich versteckt? Klar. Klar? Hast du gerade gesagt klar? Alpor. Ja, der Papi kommt gleich. Guten Morgen. Ich habe gestern gar nicht mehr weitergefilmt. Wir waren tatsächlich noch einkaufen. Wir waren auch beim Paketshop ein Paket abholen und bei der Post noch ein anderes an dem Paket wegbringen, so rum. Und auf jeden Fall habe ich irgendwie die Kamera vergessen mitzunehmen, als wir losgefahren sind. Und das ist mir dann eigentlich auch erst im Laden wieder eingefallen, dass ich eigentlich die Kamera mitnehmen wollte. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon den nächsten Morgen und ich habe gerade Wäsche sortiert. Es kamen ja gestern neue Sachen an, also die ich bestellt hatte. Deswegen will ich die jetzt gleich mal durchwaschen. Ich zeige euch mal. Das eine ist ein Schlafsack für Karl. Ja, ist jetzt nichts Spektakuläres. Bei H&M gibt es nicht so viel Auswahl an Mustern, aber es ist sehr schwer, Schlafsäcke online zu finden, die auch schön aussehen. Deswegen bin ich froh, dass ich den gefunden habe. Und genau, wir haben jetzt eigentlich, also der Schlafsack, der im Kindergarten ist, der ist auch von H&M, der ist einfach nur grau. Und dann haben wir zu Hause noch einen anderen Schlafsack von H&M, der ist blau mit Wolken. Und jetzt wollte ich euch zeigen, was ich zurzeit so esse. Ihr seht ja hier vielleicht schon viele Kilo Möhren. Nein, eigentlich habe ich gestern nur 2 Kilo Möhren gekauft. Aber ich esse so als Zwischendurch-Snack gekochte, huhngewürzte Möhren.
Richtig geil, nicht? Zum Abendbrot und zum Frühstück habe ich gestern Haferschleim gegessen. Den habe ich mir vorgekocht aus einer halben Tüte Haferflocken. Und den habe ich nicht mit Milch oder sowas gemacht, nee, sondern einfach nur mit Wasser und dann quellen lassen. Schmeckt halt nach nichts. Und dazu habe ich mir jetzt gestern Abend und heute Morgen 2 Bananen reinpüriert. Also wirklich mit dem Pürierstab, nicht nur so gedrückt, sondern so ganz dünn püriert. Und das ist so ultra lecker. Das ist richtig schön fluffig. Da kommt auch durch das Pürieren noch ein bisschen Luft dazwischen und so. Richtig geil. Und macht auch halbwegs satt. Ja, und was wollte ich euch noch zeigen? Achso, und dann habe ich mir das Ganze nochmal für, wenn es schnell gehen muss, innen schon fertig gekauft. Ab dem 4. Monat. Ich glaube, das ist auch für mich gut verträglich. Achso, und ich habe mir eine Ingwerknolle gekauft und hier sind noch die Schalen, die habe ich noch nicht weggeworfen. Auf jeden Fall habe ich mir heute Morgen und gestern Abend einen Ingwertee gekocht. Und das ist alles, was ich zurzeit esse. Ich habe zwar gestern Vormittag auch 2 Schokobox gegessen und gestern Nachmittag, als Karl Kaffee getrunken hat, habe ich auch Kekse mitgegessen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es mir gestern Abend eigentlich ziemlich gut ging. Und deswegen werde ich es nicht übertreiben mit Nicht-Schon-Kost und hoffe dann, dass ich einfach jetzt im Laufe der Woche merke, dass es mir mit Schonkost super geht und dann vielleicht Ende der Woche schon mal ein Frischkäsebrot essen kann. Also vielleicht kein Körnerbrot, aber so ein, ja, finde ich super. Es ist wirklich schrecklich. Überall liegt hier Essen rum. Ich habe Philipp verboten, jetzt vor meinen Augen Süßigkeiten zu essen. Hast du Spaß? Okay. Ich melde mich auch mal wieder. Ich habe den Karl abgeholt vor so ein Stückchen her, so ein schönes Stück zu Hause. Und ich dachte mir so, eigentlich ist er ja mittlerweile doch schon irgendwie groß genug. Speziell auch was. Jetzt guckt er mich so an. Er lauscht jetzt bestimmt. Wir wissen, was ich sage. Dankeschön. Ach so. Möchtest du. Was denn? Möchtest du noch was essen? Ja? Okay. Wie ihr vielleicht sehen könnt, der Karl darf ein bisschen von so einem schönen rosanen Donut essen. Ich natürlich nicht. Er kriegt natürlich nicht den ganzen Donut. Philipp hat da bloß gestern irgendwie 4 Stück oder so gekauft, weiß ich nicht mehr. Aber ich snacke vorbildlich gekochte Möhren. Richtig geil. Also ich habe am Mittag auch so ein Glas Babybrei gegessen. Habe mir vorhin noch mal welche geholt. Stell den mal bitte wieder da raus. Genau, habe noch 3-mal Babybrei mit, also Obstbrei mit Getreide mir geholt, weil es halt auch sättigt. Vorsicht, runter da! Runter da! So, und das ist eigentlich den Punkt, den ich auch gerade ansprechen wollte. Der Karl ist eigentlich mittlerweile alt genug, dass wir hier das Gatter, also das Türgitter zur Küche offen lassen. Probieren. Ich habe die Schlafzimmertür zugemacht, weil da ist halt viel, wo er nicht so ran darf. Unser Drucker steht absolut in seiner Reichweite. Und dann wie süß. Guck mal. Der Karl hat sich gerade meine Airpods angezogen. Dabei besitzt er selbst welche. Zum einen hier diese, Moment, wie zeige ich euch das jetzt? Diese kleinen, süßen, mit so einer ganz weichen Sohle. Größe, was weiß ich, 19,5. Nein. Möchtest du die Schuhe anziehen? Ja. Und er hat jetzt auch in der 22 nochmal so Air Force, also flache, nicht wie meine, sondern so Sneaker. Ne, sind ja auch Sneaker, was ich da habe. Kali, lass den bitte in Ruhe. Ja, jetzt hat er den Staubsauger angefasst, jetzt macht er Geräusche. Jetzt kriegt der Karl Angst. Und das klingt auch echt lustig, weil der nimmt hier gerade total seine Station auseinander. Warte mal. Karl? Du fasst den nicht an, okay? Der Karl ist gerade weggerannt. Was ich euch eigentlich erzählen wollte. Also,
Milch? Nein. Ich wollte sagen, dass der Karl alt genug ist, dass er den Staubsauger nicht mehr anfummelt. Er hat früher nämlich immer den von seiner Station einfach weggeschubst. Nein. Willst du die Schuhe anziehen? Ja. Okay. Setz dich mal auf meinen Schoß. Was? Beziehungsweise den Knopf gedrückt, dass er mit der Reinigung anfängt. Das macht er jetzt aber nicht mehr. Jetzt hat er den halt ein bisschen belästigt, indem er da seinen Schuh drauf abgestellt hat. Und der Staubsauger dachte, er muss sich nochmal neu positionieren. Genau, der Karl zieht jetzt... Achso, ich kann ihn mal hier stehen lassen. Der Karl kriegt jetzt seine neuen, sind auch noch ein bisschen zu groß, Straßenschuhe angezogen. Kann ich euch auch eben zeigen. Die trägt er sehr gerne mal hier in der Wohnung. Weiß nicht, macht ihm einfach Spaß. So, ich zeige euch hier mal eben. Die sind von H&M, total süß. Und auf jeden Fall fragt er jetzt immer mal, ob er Schuhe anziehen darf. Wir haben jetzt auch relativ viele Schuhe für ihn so gekauft. Aber ist halt fast alles nur in der Kamera. In einer größeren Größe, weil der Karl immer noch so kleine Füße, Babyfüße hat. Genau, ich wollte nur sagen, ich mache gerade das Experiment. Ich lasse hier einfach mal alle Türgitter offen. Nee, du brauchst keine Jacke. Du hast die Schuhe jetzt nur für hier drin an. Und im Prinzip, klar, die Badtür werde ich vielleicht noch zumachen, weil er wird jetzt wahrscheinlich gleich mit der Klopapierrolle spielen. Alles gut? Ja. So, der Karl und ich haben gerade gebacken. Na, haben wir gebacken? Ja. Deswegen hat er auch diese wundersüße Schürze an. Der Karl saß nämlich bis eben noch mit mir auf dem, also nicht mit mir, aber er saß auf dem Herd. Und hat mir so schön geholfen. Wir haben jetzt hier so Haferkekse. Also ich habe einfach meinen Haferschleim, den ich mir gekocht habe, mit Apfel-Bananen-Mark. Wir haben auch extra darauf geachtet, dass dieses Bio ist, ohne zusätzlichen Zucker. Was denn? Soll ich es abmachen? Ja. Okay. Genau, vermengt und dann so kleine Häufchen gemacht. Und ich habe... Klingelt unser Telefon, Alter, was geht denn ab? Ich guck mal, wer dran ist. Was auch immer das war, das Telefon hat einmal geklingelt, theoretisch. So, gehe ich drüber, guck drauf, steht da Anruf in Abwesenheit mit der Nummer von meinen Eltern. Dann rufe ich meine Eltern zurück, vom Handy aber aus, weil ich da ja auf Lautsprecher machen kann und beim Festnetz nicht. Klingelt in dem Moment, wo das halt noch wählt, klingelt das Telefon wieder einmal, aber es steht keine Nummer da. Es hat einfach so geklingelt. Was ist denn das jetzt bitte? So, aber noch besser, meine Eltern haben gar nicht versucht anzurufen. Das heißt, die Nummer stand noch da von vor 100 Jahren, wo die das letzte Mal angerufen haben und keiner ist rangegangen. Wieso klingelt jetzt das Telefon bitte einfach so? Das ist auch nicht normal, oder? Also ich habe jetzt auch keinen Bock, dass das Telefon irgendwie seinen Geist aufgibt. Und dann jetzt hier einfach mal, wenn es ihm danach ist, anfängt zu klingeln. Wie gruselig ist das denn? Zumal der ja auch der Karl zum Beispiel aufwachen könnte oder sowas. Keine Ahnung. Ich war dabei, dass wir gebacken haben. Und der Karl hat mir so toll geholfen. Der Haferschleim, der war ja so, ich sag mal, im Stück da in dem Topf und den habe ich dann so klein gemacht mit dem Löffel, dann habe ich halt das alles so vermengt und der Karl hat auch einfach mitgerührt und jetzt sitzt er unten in der Rührschüssel, die möchte er nicht mehr hergeben, da ist nämlich noch ein bisschen Teig drin. Mami. Ich präsentiere euch hier das Endergebnis, genau, möchtest du es essen? Ja. Also die Kekse sind wirklich innen noch richtig, wie so bei so einem Brownie, innen noch soft, aber außen noch schön knusprig. Guten Morgen, was für ein Vlog, heute ist schon wieder der nächste Tag. Gestern ist nicht viel passiert, wir haben den Karl gebadet und ja, das war es dann auch schon. Also wir haben wirklich nicht viel gemacht. Ich bin immer noch auf Schonkost, aber ich habe auch gestern gemerkt, ich bin einfach über den Tag nicht satt geworden. Wirklich, ich bin abends hungrig ins Bett gegangen, weil es halt irgendwie nicht so viel gab, was ich essen konnte. Und ich räume jetzt eben mal den Geschirrspüler aus. Hier sieht es auch ein bisschen sehr
unordentlich aus. Das werde ich dann auch gleich noch aufräumen. Ich war eigentlich gerade beim Russischlernen und habe so ultra Kopfschmerzen bekommen. Ich konnte mich wirklich nicht mehr konzentrieren und so krass hatte ich das noch nie. Ich habe mir plötzlich nichts mehr merken können, ja. Das war super krass. Ich habe mir schon was zu trinken zum Lernen geholt. Ich habe mir jetzt hier eine große Flasche nochmal aufgemacht und werde die heute versuchen leer zu trinken, weil das sind 1,5 Liter. Ich habe heute früh eine große Tasse Tee getrunken und jetzt in der Flasche war vielleicht auch nochmal die Menge von einer Tasse. Also habe ich heute bis jetzt 1,5 Liter, dann trinke ich hoffentlich diese Flasche noch aus. Ich bemühe mich sehr und dann habe ich meine 2 Liter getrunken. Ich hoffe, dass die Kopfschmerzen jetzt weggehen. Und ja, ich mache jetzt erstmal den Geschirrspüler. Der funktioniert auch wieder. Philipp hat den repariert. Und ja, gestern ist er zumindest nicht ausgelaufen. Guten Morgen! Ja, neuer Tag. Und ich habe gestern den Vlog von letzter Woche geschnitten, genau. Und habe festgestellt, dass wir auch eigentlich von Sonntag bis Donnerstag, also über eine Woche eigentlich gevloggt haben. Und dass da trotzdem ein ganz cooles, ja, Ein-Wochen-Video draus geworden ist. Deswegen denke ich mal, wird es diesmal auch so. Ich war gerade einkaufen. Ich esse sowas, weil das vertrage ich wirklich gut. Ich habe mir jetzt auch einen kleinen Vorrat zugelegt. Das hat aber nichts mit Hamstern zu tun, sondern ich werde einfach von einem so einem Glas als eine Mahlzeit werde ich definitiv nicht satt. Ich habe jetzt eins schon gegessen als, ich sag mal, zweites Frühstück. Wenn ich früh oder das, was ich früh esse, vertrage ich meistens auch gut. Also früh habe ich mich jetzt sogar getraut, ein Toastbrot zu essen mit ganz dünn Frischkäse. Genau, aber das hier ist so, ja, weiß ich nicht, mein Mittagessen, mein Kaffee trinken, mein Abendbrot. Keine Ahnung. So, ich werde jetzt gleich den Karl abholen und ich bin heute mit dem Bus unterwegs, also Philipp ist mit dem Renault halt auf Arbeit gefahren und im Bus ist ja vorne, haben wir so eine Klebepad-Halterung da für die kleine Kamera reingeklebt. Somit ist es da ziemlich einfach für mich, Zeitraffer zu machen, beziehungsweise halt beim Fahren aufzunehmen und es ist gerade so schön sonnig und ich hoffe einfach, dass ich ein paar Sonnenstrahlen jetzt für euch einfangen kann. Pack die kleine Kamera vorne rein, hoffe, dass der Akku auch noch durchhält. Und wenn nicht, dann wird es halt ein ganz kurzer Zeitraffer. Und ja, boah, bin voll heiser. Dann mache ich mich mal auf den Weg und genau, mal gucken, was ich mit dem Karl heute Nachmittag mache. Also wir, ich kann euch das eigentlich auch nachher alles in Ruhe erzählen, wegen Akkusparen, zumal ich jetzt eh los muss. Aber wir werden wahrscheinlich hier also drinnen bleiben oder auf den Balkon gehen. Aber ihr seht schon hinter mir, hoffe ich, die krasse Sonne, es ist so schön. Dann fahre ich jetzt erstmal los. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Freitag. Ich bringe jetzt den Karl in den Kindergarten. Wir haben uns, also Philipp und ich, darüber ausgetauscht und beschlossen, dass wir den Karl heute auf jeden Fall in meinen Kindergarten bringen. Wir rechnen aber damit, dass ab Montag der Kindergarten eh zu hat, wegen Corona. Ich kann euch eben das Datum sagen, heute ist der 13.3., Freitag der 13., nur damit ihr wisst, weil der Vlog ja zeitversetzt online kommen wird. Auf jeden Fall wollte ich da eigentlich gestern nochmal drüber sprechen oder wollte euch das eben erklären, dass wir halt überlegt hatten, ob wir den Karl zu Hause lassen, aber weil ich bin aktuell diese Woche oder heute ja auf jeden Fall zu Hause. Klar habe ich noch Dinge zu erledigen, auch wichtige Dinge und so. Aber ich meine, die Sicherheit oder die Gesundheit geht vor. Allerdings haben wir uns halt auch darüber ausgetauscht, weil wir halt wirklich noch nicht so das Risiko in dem Moment gerade sehen. Aber wenn die Kindergärten zu sind, dann ist es so. Willst du schon mal deine Schuhe anziehen? Kannst du deine Schuhe selbst anziehen? Der Karl ist angezogen. Ich ziehe mir jetzt auch gerade die Jacke an. Ich habe gesehen, wir haben aber noch 3 Minuten, deswegen kann ich auch jetzt eben noch zu Ende sprechen. Also, was ich sagen wollte, ich habe diese, also nächste Woche keine Termine, die Woche drauf habe ich Termine und dann die Woche vor dem Urlaub habe ich auch nochmal Termine, aber nicht so viele. Und
Genau, dann. Nein. Google. Dann fahren wir eh in Urlaub. Die Sache ist halt, bei unserem Urlaub, wir fahren ja nach Tschechien, da ist Corona noch nicht ganz so stark verbreitet, aber wir haben halt auch keine Angst davor, weil wir werden uns halt kaum irgendwo aufhalten. So, ich sag mal, wie die Standardurlauber, die in Hotels fahren, dann in irgendwelche Clubs gehen und so. Wir sind eigentlich nur in der Natur, speziell Sächsische Schweiz, also wir sind auch zum Teil in Deutschland eben. Dann stehen wir frei mit unserem Bus. Wir sind vielleicht einmal in einem Schwimmbad oder in einem, auf einem Campingplatz. Wir sind ja auch nicht so lange weg, also da reicht theoretisch ein Schuh. Da reicht theoretisch einmal zwischendrin duschen, wenn wir halt direkt vorher und direkt danach zu Hause duschen gehen, ja. Und wir sind halt bloß, also es ist ja so, dass die Tschechen an der Grenze jetzt stichprobenartig Temperaturmessungen machen und wir halt gucken müssen, es kann ja sein, dass der Karl Zähne kriegt und dann hat er erhöhte Temperaturen. Sobald man 38 hat, kommt man in Quarantäne an der Grenze und das ist halt nicht geil. Deswegen müssen wir halt echt dann selbst messen, bevor wir über die Grenze fahren, ob der Karl vielleicht, also ich glaube nicht, dass er zahnt, weil er hat noch nie im Urlaub so richtig angefangen, Zähne zu kriegen oder so. Ich glaube, also das hat wahrscheinlich zwar nichts mit dem Urlaub zu tun, ist alle. Aber wir haben es halt noch nie erlebt. Aber falls dem so wäre, müssen wir halt einfach nur gucken. Weil wir wissen ja dann, dass er kein Corona hat, sondern dass es einfach nur seine kleinen Zähne sind, die da kommen. Kali, der Schrank ist nicht zum Spielen. Hier, guck mal, du hast jetzt ganz viel Schuhe hier ausgeräumt. Darf ich die da reinräumen? Ja. Gut, danke. Genau, auf jeden Fall wollten wir das nur eben erzählen. Ich freue mich auf den Urlaub, da sind wir mal 10 Tage weg von allem. Kamera, aber Mami braucht die. Da sind wir mal 10 Tage weg von allem, müssen eigentlich nicht unbedingt uns mit irgendwelchen aktuellen Nachrichten beschäftigen. Klar sollten wir ab und zu mal gucken, ob die Grenze zu Deutschland noch offen ist. Aber ich glaube, wenn du als Deutscher in Tschechien bist und dann noch zurückreist sozusagen, weil du halt nach Hause möchtest, dann lassen die dich auch rein. Also sofern du halt keine hohe Temperatur hast, ich glaube, dann dürften oder müssten die dich ja eigentlich reinlassen. Aber ansonsten müssen wir uns da nicht mit irgendwas beschäftigen und können einfach nochmal unseren Urlaub genießen und dann ist ja auch schon April und dann müssen wir eh mal schauen, wie sich das entwickelt. Der Kindergarten muss wieder aufmachen, sonst kann ich nicht wieder zur Uni gehen. Die Frage ist natürlich auch, ob die Uni überhaupt dann offen hat, weil jetzt gerade hier in Osnabrück so angeblich bei irgendeiner Bildungseinrichtung auch die Präsenzveranstaltungen erstmal ausgesetzt seien. Danke. Hast du 2 Briefe für mich? Ja. Dankeschön. Mal sehen. Wir werden es sehen und ich bin mal gespannt, wenn das Video online kommt. Das ist alles ja schon lange her, wie es sich zu dem Zeitpunkt entwickelt hat. Also was dann jetzt hier in Deutschland abgeht. Dann sehen wir uns im nächsten Video.